Soeben war meine Kollegin Ilse Honegger am Mikrofon und jetzt bin ich wieder da, weil sie war gerade in Österreich mit Herrn Junger und jetzt sind wir wieder in Berlin gelandet und haben gesagt, Berlin erkunden hatten wir für heute Mittag schon mal mit Christian Tänzler und jetzt wollen wir es nochmal, aber wir wollen es per Boot und per Schiff machen. Und neben mir habe ich mir eine Dame gerade geschnappt, die wollte mir entwischen. Nein, das geht nicht. Nadine Kössinger. Und zwar fahren Sie immer, wenn Sie in Berlin sind, mit ein paar Schiffen durch die Gegend. Da steht drauf Riedel. Richtig? Genau. Und Nadine macht das Marketing und auch die Vermarktung und verschenkt Schiffe und lädt alle Gäste ein. Also alles das macht sie. Nadine, wie viele Schiffe habt ihr jetzt? Was gibt es Neues? Und was macht ihr? Ich habe gesehen, ihr macht auch Krimis auf dem Schiff und alles so eine Dinger. Genau, also wir machen zum einen die klassische Linienfahrt über Spree- und Landwehrkanal, einstündige oder auch dreieinhalbstündige, anderthalb gibt es natürlich auch. Wir haben aber auch unterschiedliche Sonderveranstaltungen, wie du schon erwähnt hast, mit dem Kriminaltheater, Mordende Gärtner. Wir haben auch eine Travestie-Show, Maggie B, wir haben Aquarella, wo wir ein Schiffsballett tanzen. Wir haben Feuerzauber auf dem Müggelsee, was super schön ist, mit einem Feuerwerk, einer passenden Musik dazu. Wir haben aber natürlich auch Möglichkeiten, die Schiffe zu verchartern. Das heißt, wir haben viele Kunden, die ihre Hochzeit bei uns feiern, ihren Geburtstag bei uns ausrichten oder eben einfach einen Workshop anbieten. Genau, also Hochzeiten stelle ich mir dann vor, liebst du mich nicht mehr, blups, ist sie weg. Nein, ist noch nicht passiert, ne? Nein. Sicherheitsmittel haben wir an Bord, Rettungswesten sind da, alles gut. Bisher ist auch noch keiner von Bord gesprungen. Genau. Wo kann ich denn einsteigen? Oder geht es so, dass ich sage, ich kann einsteigen, dann darf ich wieder mal aussteigen, weil ich mir was angucken möchte und darf dann wieder einsteigen? Geht das? Es gibt keine klassische Hop-on-Hop-off-Tour. Es ist auch gemütlicher, einfach sich auf das Schiff zu setzen und sich die Dauer auszusuchen. Entweder eben die Stundenfahrt zu machen oder anderthalb oder eben auch eine 2- oder 3-Stunden-Tour, dreieinhalb vielmehr. Und die Anlegestellen sind unterschiedlich. Sie sind in der Stadt verteilt, an der Spree und im Landwehrkanal. Und wenn man eine Charterfahrt macht, dann kann man sich die Anlegestelle individuell aussuchen, wenn sie zu uns gehört oder wir mit den Pächtern kooperieren. Genau. Was muss ich denn so an Taschengeld mitbringen, wenn ich meinen Sparschwein knacke und sage, ich möchte mal so 3 Stunden über die Spree schippern? Ja, dann ist es relativ überschaubar mit 23 Euro. Das passt, das kann man sich leisten. Es gibt unterschiedliche Vergünstigungen noch, wenn man eine Welcome-Card hat oder wenn man auch Student ist. Natürlich haben wir spezielle Preise. Gibt es auch, wenn ich so eine Tourist-Card habe, ist das da auch irgendwo so ein bisschen mit drin oder habt ihr da keinen Verbund? Genau, die Welcome-Card, die Visit Berlin mit anbietet, da haben wir eben auch 25% auf den regulären Preis, den wir dann gewähren. Genau. Und wo kann ich alles buchen, wenn ich sage, ich möchte jetzt meinen 100. Geburtstag, ich bin 2 Jahre davor jetzt, wo möchte ich den bei euch feiern, wo kann ich den buchen und wo finde ich was? Am besten direkt bei uns auf der Internetseite schauen, www.reederei-riedel.de. Da schon mal ein paar Impressions bekommen, welche Schiffe wir haben, welche Größe passt, damit man schon ein paar Ideen hat. Dann steht aber auch die Telefonnummer vom Büro drauf, wo die Kollegen Sie gerne beraten. Also, Sie wissen, wenn Sie in Berlin sind und wollen sagen, nein, ich will nicht mit dem Fahrrad, ich möchte nicht mit dem Motorrad und auch nicht mit dem Auto durch Berlin, sondern ich möchte mal Berlin mit dem Schiff erkunden. Und das kann ich nur sagen, es ist traumhaft schön. Wenn das Wetter mitspielt, ist es ein Hammer, durch den Landwehrkanal oder auch durch die Spree rauf und runter zu schippern. Baden gehen können Sie nicht, das können Sie dann danach tun. Und wenn Sie, genau, oder vorher. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann gucken Sie einfach mal auf die Website. Und wenn Sie das alles nicht behalten haben, merken Sie sich einfach den Namen Riedel, geben Sie es bei Google ein, Riedel, Schifffahrt, kommen Sie hundertprozentig hin. Und wenn Sie auch wenn das Wetter nicht so schön ist, habe ich für mich auch festgestellt, ist die Schifffahrt eine gute Idee, einfach die Stadt trotzdem kennenzulernen, weil unter Deck ist man geschützt, es ist warm, es regnet nicht rein und man hat trotzdem was von der Stadt und hat die Zeit gut genutzt. Man steht nicht draußen im Regen und ich finde, es ist sowohl bei gutem als auch bei schlechterem Wetter eine gute Alternative, die Stadt kennenzulernen. Oder eben auch seinen Geburtstag zu feiern oder seine Hochzeit oder sein Firmen-Event. Na wunderbar, also dann gehen wir dann auch unter Deck, wenn es so wie draußen im Moment hier in Berlin schneit, dann geht man also unter Deck, aber ansonsten kann man sich oben hinlegen und schön braun werden lassen. Nadine, schön, dass du da warst. Ich wünsche noch eine schöne ITB, viele, viele Gäste dieses Jahr und wenn ihr irgendwo noch einen Kapitän braucht, ruf mich an. Sehr gerne, Kapitänsmütze habe ich schon für dich. Okay, danke.